Geschwindigkeiten lassen sich leichter rechnen. Ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben ein Auto, das fährt ganz gemütlich, das grüne hier. Und ein Auto, das fährt viel schneller. Wir messen mal die Zeit für beide, für die Strecke, die sie gerade zurückgelegt haben. Und die beträgt bei beiden gleich, nehmen wir mal an, hier 5 Sekunden, hier auch 5 Sekunden. So, das ist die Zeit T. Das erste Auto, das haben wir schon errechnet, das sind 25 Meter pro Sekunde. Denn das Auto hat 125 Meter pro 5 Sekunden zurückgelegt. Die Formel dafür, ne, V ist S durch T, die nehmen wir hier, setzen das ein, rechnen das aus und schreiben dann 25 Meter pro Sekunde hin. Aber warum sind das 90 Kilometer pro Stunde? Wie kann man das errechnen? Das wird dann in dem Link noch gezeigt. Da geht es dann zum ausführlichen Unterrichtsvideo. Und ja, dann könnt ihr auch die zweite Geschwindigkeit ausrechnen, obwohl ich glaube, bei der doppelten Strecke muss es wohl die doppelte Geschwindigkeit sein. Aber wie gesagt, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort, das wird dann entsprechend hier erklärt. Viel Spaß beim Zuschauen im Unterricht.